Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 27, der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Chancengleichheit und zur Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung. Chancengleichheits- und Qualitätsverbesserungsgesetz, Chancen G, Drucksache Beschlussempfehlung 19/6265 zu 19/5467. Berichterstatterin ist Frau Kollegin Ravensburg. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD und DIE LINKE bei Stimmenthaltung der FDP den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat Herr Kollege Merz für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wusste, dass mir dieser Bericht nicht gefallen würde, aber wie auch immer. Ich habe jetzt in der vorhergehenden Debatte gelernt, dass man Gesetzentwürfe nicht kritisieren darf, wenn viel Arbeit in sie reingesteckt würde. Ich bitte doch herzlich darum, die Kolleginnen und Kollegen von den Koalitionsfraktionen den Maßstab jetzt bei der Beurteilung dieses Gesetzes auch abzulehnen. Zumal wir jetzt nun gar kein Ministerium hatten, das uns geholfen hat bei der Arbeit. Wir haben das jetzt wirklich alles ganz allein gemacht. Und dafür erwarte ich mindestens einmal ein Fleißkärtchen. So, Punkt 1. Punkt 2. Ich habe bei der. Jetzt seid mal wieder ruhig hier, ist ja alles gut. Ich habe bei der Einbringung dieses Gesetzentwurfs im Dezember letzten Jahres gesagt, mit großer Freude und auch mit Ihnen einem gewissen Stolz legt Ihnen die SPD-Fraktion heute einen Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Chancengleichheit und zur Qualitätsverbesserung der frühkindlichen Bildung vor. Ich kann Ihnen heute sagen, ich lege Ihnen dieses Gesetz mit noch mehr Freude und mit noch mehr Stolz unverändert vor, weil dieses Gesetz in der Anhörung glänzend bestätigt worden ist, und zwar in all seinen Teilen. In all seinen Teilen, wenn ich einmal von der streitigen Frage des § 28 HKJGB absehe, zu dem wir aber bei anderer Gelegenheit noch ausführlich kommen. Und da wir jetzt auch schon festgestellt haben, wie heute wie selektiv Anhörungen zur Kenntnis genommen werden. Also ich habe zum Beweis das Wortprotokoll der Anhörung vom 8. März mitgebracht, Herr Kollege Frömmrich. Wenn Sie noch einmal lesen wollen, wie ein Gesetz versenkt worden ist, nämlich Ihres, und wie eins in all seinen Teilen gelobt worden ist, dann empfehle ich das noch einmal zum Nachlesen. Ich sehe, Sie haben es getan. Ich hoffe, Sie ziehen die richtigen Schlussfolgerungen daraus. Was ist das Wesentliche an diesem Gesetz, von dem wir glauben, dass es eine Neufundamentierung des gesamten Systems der frühkindlichen Bildung ist, nicht mehr und nicht weniger? Es lässt eine Reihe von Wünschen offen, aber es legt das Fundament für die frühkindliche Bildung in Hessen neu, und zwar in 4 Punkten. Erstens. Es erreicht in 2 Schritten die vollständige Gebührenfreiung für alle Kinder, unabhängig von ihrem Alter, unabhängig von der Art der Einrichtung und unabhängig von der Betreuungsdauer. Und es macht Schluss mit dem, was Sie verschlimmbessernd in Ihren Gesetzentwurf hineingeschrieben haben, zu dem ich aber nachher noch ausführlich Stellung nehmen kann. Es entlastet damit in der Tat Eltern mit kleinen und mittleren Einkommen. Ich habe ja zur Kenntnis genommen, jetzt ist die Frau Wiesmann schon wieder weg, ich habe zur Kenntnis genommen, dass Kollege Bartelt im Ausschuss in der letzten Woche, eine der letzten Wochen, gesagt hat, dass Ihr Gesetzentwurf genau dieses täte. Ich hatte das immer so verstanden, Sie auch, Kollege Bartelt, und den Minister und auch die Frau Wiesmann, dass Gebührenentlastung grundsätzlich ein großes Subventionierungsprogramm für Bezieher höherer Einkommen, also wie Leute wie Sie und ich, sei. Na ja, das hatten Sie schon einmal gesagt. Ich will nur einmal daran erinnern. Aber Ich nehme zur Kenntnis, dass immerhin Ihr Gesetzentwurf ein Beitrag dazu ist. Und wenn man weitergeht, wird man doch logischerweise sagen müssen, dass unser Gesetzentwurf ein größerer Beitrag zur Entlastung von Familien mit kleinen und mittleren Einkommen ist. Das wird doch wohl logisch die Schlussfolgerung sein. Punkt 2.
Punkt 2. Wir haben nicht erst in der Anhörung und nicht erst in den letzten Debatten zur Kenntnis genommen, dass Eltern und nicht nur Eltern, sondern vor allen Dingen natürlich die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, die Träger von Einrichtungen und insbesondere die Verträger aus dem Bereich der freien Wohlfahrtspflege, aber auch nicht nur die, in wohlverstandenem Eigeninteresse und im wohlverstandenen Interesse der Kinder und der Eltern dringend auf Qualitätsverbesserungen oder auf der Schaffung von mehr Qualität durch die Verbesserung der personellen Voraussetzungen bestehen, um es mal ein bisschen umständlich, aber richtiger, den Wirkungszusammenhang richtiger darzustellen. Und dabei ist, das muss ich sagen, die Kritik an dem Gesetzentwurf der Koalition war insofern vernichtend. Vernichtend, weil außer den 50 Millionen € in 3 Jahren nichts Neues auf der Platte ist. Nichts Neues, obwohl wir seit zehn Jahren mindestens eine Debatte führen über die Frage auskömmlicher Ausfallzeiten, über die Frage der mittelbaren pädagogischen Zeit und insbesondere, auch das habe ich in der Einbringungsrede schon gesagt, in der Frage der Freistellung von Kita-Leitungen. Wir haben heute im Zusammenhang mit der Enquete-Kommission über die Qualifizierung und die Verbesserung der Situation von Schulleitern gesprochen. Hier wäre es dringend erforderlich, NADA in Ihrem Entwurf 3 klar strukturierte Punkte in unserem Entwurf, 20% Ausfallzeit, 20% mittelbare pädagogische Zeiten, 5 Stunden Freistellung für die Erzieherinnen und für die Leiterinnen von Einrichtungen. Und weil ich immer höre, der Kollege Wagner hat das hier in seiner üblichen pompösen Art in der ersten Lesung dargestellt, wir hätten angeblich auf Zuruf Wünsche erfüllt. Da ist schon auch ein paar kritische Untertöne in der Debatte, in der Anhörung gewesen, weil natürlich, und auch das hatte ich in der ersten Lesung hier schon gesagt, dass gerade in der Frage der Freistellung von Leitungen nicht alle Wünsche erreicht sind und 5 Stunden eher das untere Limit darstellen und dass wir bei der Frage der eigentlich zu erörternden und eigentlich auch zu verbessernden Situation Gruppengrößen etwas tun müssten. Auch das hat in der Anhörung eine Rolle gespielt. Das haben wir aus finanziellen Erwägungen nicht. Da sind wir nicht hingegangen. Von daher kann gar keine Rede davon sein, dass wir hier sozusagen auf Zuruf Dinge einfach aufgenommen hätten. Drittens. Wir beziehen die gesamte Personalbemessung und zukünftig dann auch, dazu komme ich im letzten Punkt, zukünftig auch die Finanzierung wieder auf die Gruppen. Das ist eine radikale Vereinfachung und eine radikale Verbesserung der Planbarkeit des Personaleinsatzes und des Personalbedarfs für alle Einrichtungen. Auch das ist sehr klar und unzweideutig in der Anhörung bestätigt worden. Drittens und vor allem, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stellen die Finanzierung der frühkindlichen Bildung sowohl was den Umfang der Landesförderung als auch was die Art der finanziellen Beziehungen zwischen dem Land und den Trägern angeht, auf eine vollkommen neue, zukunftsfähige, auskömmliche, dynamische und vollkommen einfache und transparente Grundlage. Wie machen wir das? Mit dem denkbar einfachsten Mittel, entlehnt, auch das hatte ich gesagt, aus einem baden-württembergischen Beispiel für die Finanzierung von U3, dort von einer grün-roten Landesregierung ursprünglich in Gang gesetzt. Wir sagen, das Land übernimmt 2 Drittel der Betriebskosten für die Veranstaltung frühkindliche Bildung. Und damit es einfacher wird, haben wir die 2 Drittel Betriebskosten umgerechnet in den dementsprechenden Anteil an den Personalkosten. Das sind 82,5%. Und das ist einfach auszurechnen auf der Basis der Personalschlüssel, die wir auf die Gruppe bezogen neu anwenden. Ich habe es immer an einem Beispiel ausgerechnet für einen 4-gruppigen Kindergarten Ü3. Dann würde man statt 7 Stellen auf 10,3 Stellen kommen, tarifliche Bezahlung zugrunde gelegt, tarifliche Eingruppierung, tarifliche Einstufung zugrunde gelegt. Dann legt man die Jahrespersonalkostentabelle daneben und addiert auf, was tatsächlich an dieser Kita in dieser entsprechenden Einrichtung an Personalkosten anfällt und multipliziert das mit 82,5% und hat den vom Land zu tragenden Beitrag und wie gesagt dynamisiert und garantiert für die Laufzeit dieses Gesetzes. Was kostet das Ganze? Jetzt habe ich gelesen,
Also, normalerweise wird ja uns immer vorgeworfen aus Ihrer Seite, wir würden hier mit den Milliarden um sich schmeißen. Also zumindest, Herr Minister, ganz langsam, ganz langsam. Zumindest habe ich festgestellt, dass Sie in den Behauptungen darüber, was unser Entwurf kosten würde, mit Milliarden nur so um sich schmeißen. Also der Herr Boddenberg schreibt an die, also jedenfalls steht Ihre Unterschrift drunter, deswegen, Sie haben es bestimmt auch selber geschrieben. Deswegen steht, und da Sie ja nicht vom Fach sind, Herr Kollege Boddenberg, erkläre ich es Ihnen jetzt. Es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass die vollständige Beitragsfreistellung 1 Milliarde kosten würde, wie Sie zu schreiben belieben. Herr Minister, Sie haben in der letzten Fragestunde erklärt, dass Ihr Modell, wie es auch im Haushalt steht, in der Endausbaustufe, also in 2020 310 Millionen € kostet. Doch, 155. Moment, ich lese es Ihnen vor. Nur die Beitragsfreistellung. Die Beitragsfreistellung, ja. Und für die Ich empfehle, den Dialog einzustellen, zumal wir vereinbart haben, Herr Kollege Merz, erstens haben wir vereinbart, dass es keine Zwischenrufe von der Regierungsbank gibt. Zum Zweiten ist Ihre Redezeit um, sodass ich Sie bitten muss, zum Ende zu kommen. Er schreibt aus der Gebührenfreistellung unzweideutig über 1 Milliarde. Kollege Bartelt schreibt mittlerweile, hat auch von 1 Milliarde gesprochen. Und der Staatssekretär hat davon gesprochen, dass es in die Milliarden geht. Nichts davon ist der Fall. Und wenn Sie es genauer wissen wollen, bleiben Sie hier. Ich komme vielleicht noch einmal. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Ich spare mir jetzt die Rückfrage, ob das eine Ankündigung oder eine Drohung war, und gebe einfach das Wort weiter an Herrn Kollegen Bocklet von der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der wesentliche Forderungen darin erhebt, dass alle Kinderbetreuungsformen kostenlos werden, dass man als Land 2/3 der Kosten übernehmen solle, in Form unter anderem 82% der Personalkosten. Sie will weiterhin höhere Standards. Zum Beispiel hat sie beschrieben, wie eben Herr Kollege Merz mit Leitung, Ausfall, mittelbare pädagogische Vorbereitungszeiten, Umstellungen auf die Gruppenzahlung, und hat damit ein umfangreiches Paket geschnürt, das in die Diskussion aufgreift, die es seit bestimmt mindestens 4 oder 5 Jahren gibt, bei der Frage, wie kann man Qualität in der Kinderbetreuung verbessern. Dieser Gesetzentwurf ist von den Inhalten in vielen Punkten mehr als diskussionswürdig. Viele Erzieherinnen tragen vor, dass sie sich kleinere Gruppen wünschen, dass sie einen anderen Fachkräfteschlüssel wünschen, dass sie sich noch mehr Finanzierung dafür bekommen, dass Leitung oder Ausfall und anderes noch mehr finanziert wird. Darüber lässt sich auch in der Qualitätsdebatte diskutieren. Viele dieser Punkte sind diskussionswürdig. Sie sind auf jeden Fall ernst zu nehmen, und sie sind in der Frage, wie man Kindereinrichtungen in Zukunft zu Bildungseinrichtungen weiterentwickelt, sicherlich auch wieder aufzugreifen. Aber was sicherlich nicht geht, ist, dass man das alles zusammen zu einem Paket schnürt und sagt, da kamen Sie leider jetzt nicht weiter, Herr Merz, da habe ich mich gerade gemütlich eingerechnet, wie Sie Ihre Mehrkosten ausgerechnet haben, beziehungsweise dann wieder fast auf kostenlos ausgerechnet. Ja, Sie wollen kostenlose Kindergärten, aber Sie wollen auch, dass es kostenlos im Landeshaushalt so sich widerspiegelt. Leider geht diese Rechnung nicht auf, denn wenn Sie nur alles, was Sie beitragen, wir reden jetzt über zusätzliche Kosten, wenn Sie nur, geben Sie mir wenigstens recht, dass es mehr kosten wird, wenn man die Kindergärten ganztägig kostenlos stellen wird. Ein Nicken. Wenn Sie gleichzeitig die Ü3-Kinder, also die unter 3-jährigen Kinder, auch kostenlos machen, wird das mehr kosten. Dann werden Sie noch 2/3 der Kosten von den 2,4 Milliarden € in Hessen
die es bisher gekostet hat, laut Statistischen Landesamt, wollen Sie auch noch übernehmen. Das ist mehr als bisher. Richtig? Ja, kein Ja mehr, aber ich kann Ihnen sagen, das ist Ihre Forderung. Das wird auch mehr Geld kosten. Und Sie werden auch, wenn Sie über die Leitungsfreistellung oder die Entschädigung für Ausfallszeiten oder die mittelbare pädagogische Arbeit auch mehr zusätzliche Kosten haben. So, da würde ich jetzt mit wünschen, dass da ein Ja aus dieser Ecke kommt. Und dann können wir uns daran machen, Sie haben mir zumindest nicht widersprochen, und jetzt können wir uns daran machen, wie viel mehr werden diese Kosten ausmachen. Und da schwanken wir, aber konservativ berechnet, konservativ und netto, auch wenn Sie schon dass Sie das aus dem KFA wieder wegnehmen wollen, gehen wir davon aus, dass es mindestens die Beitragsfreistellung für alle mindestens 600 Millionen € mehr kosten wird, dass diese bessere personelle Ausstattung, so wie ich sie eben geschildert habe, mindestens 400 Millionen € mehr ausmacht und die Gebührenfreiheit auch dann für unter Dreijährige noch einmal etwa 300 Millionen €, dann sind wir bei über 1 Milliarde €. Über 1 Milliarde € Mehrkosten. Ich bin gespannt darauf, wie Sie das anders rechnen. Und wir streiten uns darüber. Sie haben selbst sprechen von 700 Millionen €. Ich sage, es ist mindestens 1 Milliarde €. Da haben wir noch nicht darüber nachgedacht, was die Umstellung auf die Gruppenfinanzierung bedeuten würde. Da gehen konservative Schätzungen von 1 Milliarde € aus. Ich sage Ihnen, was andere Finanzpolitiker dazu sagen. Die reden über 1,3 Milliarden € und vieles mehr. Und ich glaube, wir reden jetzt über eine finanzpolitische Schwerpunktsetzung. Wenn wir gerade in diesem Jahr 2018/19 Doppelhaushalt die freiwilligen Leistungen, ich nenne es jetzt mal so, des Landes von 460 Millionen € auf weit über 800 Millionen € angehoben haben, dass wir hier eine fantastische, wie ich finde, großartige Schwerpunktsetzung gemacht haben, die diesen Dreiklang noch einmal betont, mehr in Qualität, mehr in den Ausbau, weitere 86 Millionen, 50 Millionen in die Qualität, und in der Endausbaustufe werden die Beitragsfreistellung etwa 310 Millionen € jährlich kosten. Diese nahezu Verdopplung der Anstrengungen, der finanziellen Anstrengungen des Landes Hessen sind schwer, aber seriös finanziert. Sie sind ein großartiges Signal, wenn man seine Leistung verdoppelt. Niemand kann das negieren. Und auch in den Anhörungen haben weit überwiegende Mehrheit gesagt, apropos selektive Wahrnehmung, dass das der richtige erste Schritt ist und dass es ein guter Schritt ist für Entlastung der Eltern. Und das sollte man auch auf allen Seiten dieses Hauses mal zur Kenntnis nehmen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Also, wir stellen fest, die Qualität wird besser bei 50 Millionen €. Es wird weiter ausgebaut, und es wird eine deutliche Entlastung der Eltern geben. Sie kennen das Rechenbeispiel, bis zu 5.000 € über die 3 Jahre gerechnet. Das ist ein guter Schritt. Und wir werden bei der Frage, ob das das Ende der Fahnenstange ist, haben alle Beteiligten in diesem Hause gesagt, alle Parteien. Wir werden nach der unfassbaren, ich finde, unfassbar ist es nicht, aber nach einer deutlichen Kraftanstrengung von der Verdopplung dieser Leistung auf über 800 Millionen €, kann man ja jetzt nicht so tun, als ob diese Landesregierung nichts getan hat oder dass die CDU und Grüne nicht darauf reagiert haben, dass wir eine andere Lage haben. Das ist eine sehr gute finanzpolitische Schwerpunktsetzung für frühkindliche Bildung. Dass es trotzdem nicht das Ende der Diskussion sein wird. Was wird im nächsten Haushalt, welche Schritte müssen dort eingeschlagen werden? Wie kann die Qualität vor Ort noch stärker verbessert werden? Vielleicht gibt es auch noch eine Diskussion, ob wir noch weiter über Beitragsfreiheit diskutieren müssen. Vielleicht werden wir auch ganz neu diskutieren müssen über die Umsetzung des Großen Koalitionsbeschlusses über die garantierte Grundschulkinderbetreuung. Auch da sehe ich eine große finanzielle Herausforderung auf uns zukommen. Und das alles werden wir dann zu gegebener Zeit diskutieren. Aber der Gesetzentwurf beschreibt jetzt das, was in diesem Doppelhaushalt möglich ist. Ich erspare mir, nein, ich sage es dann doch, ich glaube, dass das Versprechen der SPD aufsetzend auf diesen bereits verdoppelten Haushaltsetat von CDU und Grünen auf über 800 Millionen €, darauf aufsetzend würde es eine weitere 1 Milliarde € Mehrbelastung für den Landeshaushalt bedeuten. Deswegen sage ich Ihnen, ist das keine seriöse Versprechung, die Sie machen. Ich ende mit meinem Lieblingssatz, der wird dabei bleiben.
Wer allen alles verspricht, wird am Ende nichts halten können. Und Herr Merz hat sich selbst schon, Sie haben sich selbst schon relativiert. Wer allen alles verspricht, wird manches halten müssen. Damit zeigen Sie selbst Ihr wahres Gesicht. Sie wollen zwar allen alles versprechen, aber am Ende machen Sie nur das, was wir nämlich schon machen, eine seriöse Politik. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Bocklet. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bartel zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der SPD enthält eine fast vollständige Zusammenfassung aller Wünsche der Träger, der Eltern, der Fachkräfte an das Land, die die Kindergärten und Krippen betreffen. Sie sind alle auch irgendwie verständlich und nachvollziehbar. Wer wollte den Eltern, die ihre Kinder in die U3-Betreuung schicken, nicht eine Beitragsfreiheit gönnen? Wer hätte nicht Verständnis für die Träger, wenn sie sich freuen würden, wenn das Land fast alle Personalkosten übernehmen würde? Daher war es nun nicht gerade überraschend, dass dieser Gesetzentwurf in der Anhörung durchaus auf Sympathie gestoßen ist. Insofern komme ich Ihnen nahe, dass ich doch sehr freundlich bin mit meiner Kritik, nicht wahr? Er hat aber nur einen ganz wesentlichen Nachteil. Er ist eben nicht umsetzbar, weil er nicht finanziert werden kann. Und damit wir uns jetzt nicht weiter um Zahlen streiten, nenne ich einfach die Zahlen, die Sie selbst genannt haben. Sie selbst haben die Kosten für Ihren Gesetzentwurf auf 720 Millionen € berechnet. Sie selbst haben im Haushalt noch zusätzliche Mittel von 310 Millionen € gefordert. Das sind Ihre eigenen Zahlen. Ja, aber woher kommen die Gelder? Darauf haben Sie jetzt keine Antwort. Die Kostenexplosion würde aber erst 2020 erfolgen, wenn Sie 82% der Personalkosten respektive zwei Drittel der Betriebskosten uneingeschränkt vom Land finanzieren lassen wollen. Dies ist in seiner Steigerung jetzt noch gar nicht absehbar. Und ob das nachher am Ende eine Dreiviertelmilliarde oder 1,2 Milliarden sind, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Auf jeden Fall ist es ein sehr hoher Betrag, wo Sie überhaupt keine Vorstellung haben, wie das finanziert werden soll. Das steht schon einmal fest. Unser Gesetzentwurf mit 490 Millionen € zusätzlichen Ausgaben für Beitragsfreiheit ab dem vollendeten dritten Lebensjahr und eine Verdreifachung der Qualitätspauschale ist solide finanziert. Ihr Gesetzentwurf ist nicht solide finanziert, und das macht eben den Unterschied aus. Sie verzichten darauf, bei den Ausgaben Prioritäten zu setzen und den Bürgern dies auch zu begründen. Wir dagegen können die Priorität Beitragsfreiheit für die Kindergartenkinder und Qualitätsverbesserung durch Anhebung der Pauschale sehr gut begründen. Wir erklären auch, dass wir weitergehende Forderungen jetzt nicht umsetzen können. Bei Fortsetzung der guten wirtschaftlichen Entwicklung, bei Fortsetzung der guten politischen Rahmenbedingungen können wir selbstverständlich später darüber diskutieren. Die Beitragsfreiheit für den Kindergartenbesuch hat Vorrang, weil 93% der Eltern ihre Kinder in den Kindergarten schicken. Und dafür hat sich der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt ja auch beim Land bedankt. Das macht er nicht so häufig. Also er wird da schon seinen guten Grund haben. Und Sie sagen, das sei alles nichts Neues, was wir hier machen. Sie haben gesagt, das ist vernichtend bewertet worden. Nein, das wird in den Kommunen nicht vernichtend bewertet. Überall sind die Diskussionen, wie man die neuen Spielräume jetzt noch nutzen kann. Der Besuch des Kindergartens erhöht für alle Kinder die Startchancen bei Schulbeginn. Insbesondere wird das Sozialverhalten erlernt.
und Defizite in Sprachen und Verhalten erkannt. Wir wollen keine Vorschule mit einem Curriculum, aber wir wollen vor der Schule für mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder sorgen. 2 Punkte Ihres Gesetzentwurfs können wir aber auch inhaltlich nicht übernehmen. Die Übernahme von 82,5% der Personalkosten ab 2020 und Rückkehr zur Gruppenförderung. Wenn der Träger nur noch 17,5% der Personalkosten selbst finanzieren muss, werden Sie, das ist verständlich und menschlich, die Kosten nicht mehr in ausreichendem Maße im Blick haben. Innerhalb kurzer Zeit würden die Etatmittel aufgebraucht sein. Und das Land müsste in irgendeiner Form eingreifen, in die Selbstverwaltung der Träger der Kindergärten. Und ich glaube nicht, dass das die Träger so furchtbar gut finden. Und wenn sie sich dieser Folge bewusst werden, glaube ich auch nicht, dass sie dann von ihrem Gesetzentwurf noch so begeistert wären. Die Förderung des einzelnen Kindes ist für uns einfach gerechter als die Finanzierung einer Gruppe. Insbesondere dann, wenn man die Zusatzpauschalen berücksichtigt. Die Zusatzpauschale für Kinder, in deren Elternhaus nicht Deutsch gesprochen wird oder die Eltern soziale Transferleistungen beziehen, ist hier besonders hervorzuheben. Unser Gesetzentwurf ist gegenüber dem Ihrigen einfach der bessere, weil er zum 1. August umgesetzt wird und werden kann. Und alle Kommunen in Hessen werden ja auch mitmachen. Sie müssten es ja nicht, aber alle haben sich dafür entschieden, mitzumachen. Ihren Gesetzentwurf werden wir trotz milder, wohlwollender Kritik ablehnen. Er enthält durchaus Gesichtspunkte, die bei künftigen Diskussionen geprüft werden könnten. Er enthält aber auch Teile, die nach unserer Bewertung zu Fehlentwicklungen führen. Und er ist insbesondere einfach nicht finanzierbar. Besten Dank. Danke, Herr Bartelt. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Schott zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Bartel, Ihre Rede hat gerade nachgewiesen, dass Sie noch nicht einmal wissen, was die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern, der Wohlfahrtsverbände und der Gewerkschaften sind. Denn der SPD-Entwurf entspricht dem an vielen Stellen mitnichten. Er kommt den an manchen Stellen nach. Aber ich sage mal, von den Anforderungen des Personalschlüssels entspricht er dem nicht. Auch Bertelsmann hat gerade den unter Dreijährigen 1:3 als deutliche Marke gesetzt, die der Entwurf nicht entreicht. Also, Herr Dr. Bartelt, erzählen Sie hier nicht solche Geschichten, die nichts mit dem zu tun haben, was wir allenthalben zu hören und aufgeschrieben kriegen. Er geht in diese Richtung, aber er ist noch von dem, was als Forderung im Raum steht, ganz schön weit entfernt. Für die Freistellung für eine Leitungstätigkeit sehe ich einen Mindestbedarf für jede Einrichtung. Wie will man mit einer eingruppigen Einrichtung mit 5 Stunden Freistellung die Leitungsarbeit erledigen? Die grundsätzlichen Aufgaben sind in allen Einrichtungen gleich. Mehr Gruppen brauchen mehr zusätzliche Stunden. Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände kommen hier zu ganz ähnlichen Ergebnissen, dass für eine dreigruppige Einrichtung mehr als eine Leitungskraft freigestellt werden konnte. Ich kann auch gut verstehen, dass es das Bedürfnis gibt, die Gruppen mit 25 Kindern aufzufüllen, solange es einen Mangel an Betreuungsplätzen gibt. Stellen Sie sich aber gerade das einmal im Winter vor, wenn es nicht gerade ein Naturkindergarten ist, in kleinen Räumen mit der Lärmbelastung, die haben dann die Kinder und die Erzieherinnen auszuhalten. Und Verdi spricht bei seinen bundesweiten Standards von Kindern bis 3 Jahren von einer maximalen Gruppengröße von 8 und bei über 3-Jährigen von 15 Kindern. Dies entspricht etwa den Forderungen von Phtanakis, die er bereits 1996 entwickelt hat. Und da sagen Sie, das, was die SPD jetzt aufgeschrieben hat, wäre so etwas wie ein Wünsch dir was. Davon ist es noch ganz schön weit weg, ganz schön weit. Und dann reden Sie vom Spielraum, der den Kommunen frei wird durch Ihren Entwurf. Der Spielraum, den kann man allenthalben erleben. Da kriegt man nämlich immer noch jede Woche einen Brief aus irgendeiner Kommune, dass es so nicht gehen kann. Also lesen Sie doch einfach Ihre Post, dann wissen Sie, dass es absurd ist, was Sie hier erzählen. Und die Spielräume, die werden dahingehend ausgenutzt, dass jetzt Land
Land auf, Land ab darüber beraten wird, um wie viel Prozent man denn die Elternbeiträge in den verbleibenden Stunden erhöhen muss, damit man das Minus auffangen kann. So viel zu Ihrem Entwurf an der Stelle. Der hat doch nichts damit zu tun, dass Spielräume frei werden in Kommunen. Das ist doch lächerlich. Und es ist zu befürworten, dass Kinder mit Beeinträchtigungen im Gesetz stärker berücksichtigt werden, sodass die Gruppengrößen reduziert wird. Mit einer entsprechenden Finanzierung und Qualitätsentwicklung könnten wir so tatsächlich irgendwann so weit kommen, dass sich alle Einrichtungen der inklusiven Arbeit stellen können. Die Landeselternvertretung, die Sie drin haben, die auch die FDP fordert, begrüßen wir selbstverständlich auch. Dasselbe gilt für die Gebührenfreiheit, die für alle Kinder gelten soll. Und kommen wir zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung. Hier hat die SPD den durchaus sympathischen und nachvollziehbaren Weg der Finanzierung anteiliger Personalkosten durch das Land gewählt. Damit ist dann auch die Kompensation der Elternbeiträge Geschichte und der Ärger, wie wir ihn z.B. zwischen Frankfurt und Offenbach haben, völlig obsolet. Die Personalkosten sind der Hauptteil der Kosten für die Kindertagesbetreuung, und das Entscheidende ist eine gute Qualität. Wenn personelle Mindeststandards im Gesetz festgeschrieben sind, die das bisherige KiFE weit übertreffen, habe ich überhaupt nichts dagegen einzuwenden, und schon gar nicht, wenn das Land die Personalkosten zahlt. Und da gibt es klare Vorgaben. Und die zeitliche Staffelung kann man auch verstehen, um den Landeshaushalt an der Stelle eben nicht zu überfordern. Also von daher hören Sie doch auf, immer dieses selbe Märchen weiter zu tradieren. Man kann das relativ einfach ausrechnen, wie das funktionieren kann. Und von daher ist es doch wichtig, dass man am Ende aber auch noch feststellt, dass den Kommunen nicht über die Zuwendung vom Kommunalen Finanzausgleich wieder in die Tasche gegriffen wird. Also es muss sichergestellt werden, dass das Geld tatsächlich bei den Kommunen landet und dass eben dadurch tatsächlich auch Freiräume dann entstehen können. Denn die Kindertagesbetreuung ist nun einmal ein entscheidender Posten im kommunalen Haushalt. Unsere Vorstellung haben wir bereits vor mehr als 2 Jahren eingebracht. Der Besuch von Kitas muss gebührenfrei und damit für alle Kinder zugänglich sein. Deshalb wollen wir die Kita-Gebühren vollständig abschaffen, auch für die unter 3-Jährigen und für die volle Betreuungsdauer statt nur stundenweise. Und ja, natürlich kostet das Geld, und zwar mehr Geld als das, was die Landesregierung derzeit vorschlägt. Das weiß man aber, und da müssen Sie hier auch nicht so tun, als ob wir das alle nicht wüssten. Darüber sind wir uns im Klaren. Die Frage ist, wofür gibt man das Geld aus, das man eben zur Verfügung hat. Und das ist ein wichtiger Posten, und den muss man sich wirklich vornehmen und muss dann gucken, dass man das hinkriegt. Und um eine ganzheitliche und individuelle Förderung aller Kinder zu erreichen, ist mehr qualifiziertes Personal in den Kitas möglich. Und das kriegt man auch nur, wenn man die Arbeitsbedingungen in den Kitas verbessert. Denn wir haben eine Situation, dass die Erzieherinnen und Erzieher ihre Arbeitszeit verkürzen, früher aus dem Beruf aussteigen, sich andere Beschäftigungen suchen, weil die Bedingungen sind, wie sie sind. Das heißt, wenn wir den Personalmangel beklagen, dann müssen wir an den Bedingungen arbeiten. Nur dann kriegen wir auch den Personalmangel in den Griff. Wir müssen es attraktiver machen. Deshalb müssen die halt die Wertschätzung erfahren, die der Beruf auch tatsächlich mit sich bringen müsste. Das finde ich eine ganz wichtige Stellschraube an der Stelle, um zu sagen, wir machen das so attraktiv, dass Menschen das eben auch tatsächlich wollen und nicht, dass Menschen, die sich einmal dafür entscheiden, diesen Beruf zu ergreifen, eine bis zu 5-jährige Ausbildung durchlaufen, am Ende der Ausbildung sagen, nein, die Arbeitsbedingungen sind so, dass ich damit lieber etwas anderes mache. Das ist doch die Realität in diesem Land. Es sind doch fast 25% der jungen Erzieherinnen und Erzieher, die wieder gehen, eben wegen dieser Bedingungen. Das müssen wir ändern. Und wenn wir es hinkriegen würden, das Ganze mit weniger Bürokratie für die Kommunen zu veranstalten, dass es finanzierbar ist, und dass auch das beinhaltet der SPD-Vorschlag, dann sind wir doch auch an der Stelle einen wichtigen Schritt weiter. Deshalb finde ich, man muss ganz anders darüber reden, wie man das, was die Anzuhörenden sagen, auch aufnimmt und dann umsetzt und nicht nur feststellen, dass es da große Sympathien für gibt. Das sind nicht nur Sympathien, das sind tatsächlich Zustimmungen, weil das Lösungsansätze sind, mit denen wir an der Stelle weiterkommen. Mit dem, den Sie vorgelegt haben, kommen wir jedenfalls nicht weiter bei den Regierungsfraktionen. Danke, Frau Schott. Für die FDP hat sich Ihr Fraktionsvorsitzender, Herr Rock, gemeldet.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es fällt schwer, die vielen Gesetzentwürfe zu diesem Thema nicht in einem Redebeitrag sozusagen alle gleichzeitig anzusprechen. Ich versuche jetzt ganz konkret bei dem Gesetzentwurf der SPD zu bleiben. Ich finde es auch sehr wichtig, dass wir diese Plenarwoche dazu nutzen, uns mit dem Thema frühkindliche Bildung ganz intensiv auseinanderzusetzen, weil sich einfach unser Land verändert hat. Gerade in dem Bereich frühkindliche Bildung, gerade in der Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gerade in der Betreuung der Kleinsten, der bis zu sechs Jahren, der Kinder bis zu sechs Jahren, hat sich viel getan. Gleichzeitig ist aber die Frage der Qualität in den Mittelpunkt getreten. Warum ist das so gekommen? Das liegt einfach daran, dass die Betreuungszeiten sich immer weiter ausdehnen. Wir haben immer längere Betreuungszeiten für die Kinder in unseren Krippen und in unseren Kitas. Und diese längeren Betreuungszeiten, ich will das mal für die Kitas sagen, wir haben mittlerweile fast 60% der Kinder, die über 35 Stunden in der Woche betreut werden, also sozusagen über einer normalen Arbeitswoche Arbeitszeit in der Kita verbringen. Und das stellt unser bisheriges System einfach vor höhere Herausforderungen. Dem kann man sich jetzt ideologisch verweigern. Dem kann man auch einfach der Situation die Realität verweigern. Aber es wird nichts nutzen. Und wenn man der Realität nicht ins Auge blickt, dann werden nicht wir hier die Leidtragenden sein, sondern dann werden es die Kinder in unserem Land sein, die die Leidtragenden sind dieser Ignoranz. Und die Entwicklung geht ja weiter. Erhebungen von wissenschaftlichen Instituten machen deutlich, uns fehlen in Hessen 10.000 Ganztagsplätze in Kitas, 23.000 Krippenplätze. Eine gigantische Leistung, die noch vor den Kommunen liegt, diesen quantitativen Ausbau zu stemmen. Und vielleicht ist er da auch noch nicht ganz am Ende, vielleicht wächst das sogar noch auf. Und darum ist es richtig und wichtig, dass wir uns einig sind, dass im Bereich frühkindliche Bildung deutlich mehr investiert werden muss. Es muss in die Qualität investiert werden. Und was sind die Merkmale von Qualität? Was sind die Merkmale von Qualität? Das fängt an mit dem Betreuungsschlüssel. Wie viele Erzieher pro Kind? Das ist sozusagen die Kernaussage der Betreuungsschlüssel. Wie viele Erzieher pro Kind? Wenn ein Kind 7 Stunden oder 10 Stunden in einer Einrichtung ist, dann ist ein beziehungsvoller Umgang mit dem Kind wichtig. Das Kind braucht eine Bezugsperson. Es ist eine viel höhere Anforderung, wie das früher vielleicht war, wo ein Kind 3, 4, 5 Stunden in der Kita war. Allein aus dieser Situation heraus ergibt sich eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels als die zentrale Frage der Qualität in Einrichtungen. Dann, was macht eine Bildungseinrichtung aus? Eine Bildungseinrichtung macht aus, dass wir eine freigestellte Leitung haben, die sich mit pädagogischen Konzepten auseinandersetzen kann. Wir brauchen Vorbereitungszeit für die Erzieher, dass sie dann diese pädagogischen Überlegungen auch vor- und nachbereiten können. Das sind zwei weitere Merkmale von Qualität in Einrichtungen. Dann kommen zwei weitere Qualitätsmerkmale hinzu. Das ist nämlich die Frage der Aktivitäten in Einrichtungen, im großen Umfeld das pädagogische Grundkonzept und natürlich die Frage der Materialien, mit denen Einrichtungen arbeiten können. Diese 5 Qualitätskriterien sind das, was die Wissenschaft sagt. Das macht die Qualität einer Einrichtung aus. Die SPD arbeitet sich hier an, ich sage ja, mindestens 3 dieser Kriterien ab, und zwar positiv. Das kann ich nur honorieren. Und darum haben wir uns ja auch im Ausschuss entschieden, dieses Gesetz nicht abzulehnen, sondern uns zu enthalten. Sie wollen allerdings wieder einen Systemwechsel. Diese leidigen Systemdebatten, die wir aus der Schulpolitik kennen, das kostet unnötig Ressourcen. Wenn man sich entschieden hat jetzt, diese Regierung hat sich auch entschieden, dieses System der kindbezogenen Förderung beizubehalten, dann sollte man das nicht wieder umwerfen, sondern sollte überlegen, wo können wir das optimieren. Und mir tut die Debatte ein wenig weh, wenn wir ums Geld reden. Und sie heißt, das ist alles so viel Geld. Wieso 1 Milliarde für unsere Kinder? Das ist viel zu viel Geld. Das haben wir nicht, das wollen wir nicht, das können wir nicht. Ich sage Ihnen, Deutschland ist bei der Frage der Bildungsausgaben im Verhältnis zu seinem
im Verhältnis zu einem Bruttoinlandsprodukt in Europa auf Platz 27. Auf 27. Bildung hat scheinbar, zumindest ökonomisch in der Politik, keine Lobby. Bildung hat keine Lobby. Sonst wären wir nicht auf Platz 27. Und wenn man heute sagt, wir müssen massiv in Bildung investieren, dann investieren wir in die Zukunft und vor allem investieren wir in die Köpfe unserer Kinder. Und ich glaube, das ist genau das Richtige. Da muss mehr Geld bereitgestellt werden. Ich möchte mich gar nicht so daran abarbeiten, warum wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen konnten bei der Frage des Geldes, weil das ein Totschlagargument ist. Ich will trotzdem auch im Hinblick dann später zu unserem Gesetzentwurf sagen, dass die sozusagen die Hausnummer, die im Gesetzentwurf der SPD steht, zumindest für mich nicht ganz nachvollziehbar sind. Nicht ganz nachvollziehbar sind, weil wenn man im Gesetzentwurf selbst sagt, man will 25% mehr Personal durch die Erhöhung der Ausfallzeiten, durch die 20% Vorbereitungszeit, also 25% Personal obendrauf legen, dann muss ich auch auf die jetzige Kosten 25% obendrauf legen. Und wenn man die Zahlen des Statistischen Bundesamtes glauben mag, die mögen nicht völlig falsch sein, dann sind wir knapp bei 2,1 Milliarden € Kosten. Wenn ich dann ein Viertel draufrechne und sage, davon übernehme ich zwei Drittel, dann bin ich schon also jetzt, sagen wir, deutlich über eine Milliarde. Deutlich über eine Milliarde. Ich würde sagen 1,3, wenn man es ein bisschen genauer rechnet. Also da würde ich schon einmal sagen, okay, da muss man vielleicht noch einmal bei der 100 oder 100 Millionen da noch nacharbeiten mit dem Gesetzentwurf. Aber da möchte ich mich jetzt gar nicht so dran abarbeiten. Was ich, glaube ich, noch als wichtiges Thema, Herr Merz, Sie nicht aus dem Auge verlieren dürften, das ist die Frage 25% mehr Personal in Einrichtungen bei rund 50.000 Köpfen, die heute in unseren Einrichtungen sind, wahrscheinlich mittlerweile schon mehr. Das ist ja vielleicht eine ältere Zahl. Wenn Sie darauf 25% draufrechnen, dann sind ja eigentlich bei 10.000, 12.000 zusätzlichen Erzieher, die Sie bräuchten, innerhalb von 4-5 Jahren. Das ist auch das Problem unserer Überlegungen. Und dazu haben wir einen Begleitantrag jetzt auch eingebracht, um das Thema anzugehen. Aber ich glaube, die Frage, ob wir die Qualität unserer Einrichtungen verbessern können, wird nicht unbedingt zwingend das Geld sein. Das ist politischer Wille. Das ist politischer Wille und Schwerpunktsetzung. Sondern es ist wirklich die Frage, können wir ausreichend Fachkräfte gewinnen in dieser relativ kurzen Zeit, also im Vergleich eine Legislaturperiode zu der Dauer der Ausbildung einer Fachkraft, einer Erzieherin, ob wir das schaffen können. Also ich glaube, da ist eigentlich der größte Achillesferse. Ich will noch einmal zu zwei oder drei Punkten kommen, die mir an dem Gesetz verbesserungswürdig sind. Das ist einmal, da haben wir einen Grundsatzstreit, vielleicht haben Sie auch, sind Sie auch noch einmal ins Nachdenken gekommen beim § 28, das sagt niemand was hier oder kaum jemand was hier. Es geht um die Elternrechte. Es geht um das Recht der Eltern, selbst entscheiden zu können, wo man sein Kind betreut. Das ist für uns ein zentrales Recht. Dafür haben wir uns einen eigenen Gesetzentwurf überlegt und eingebracht, weil ich glaube, dass wir genau an der Stelle im Sinne der Eltern und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und wir haben das ja schon zu Recht gehört, Armut, Kinderarmut ist ganz eng verbunden mit der Frage, ob man allein verdient ist in einer Haushaltsgemeinschaft. Und wenn jemand dann Arbeit findet, dann sollte auch die Möglichkeit sein, diese Arbeit nachzufragen und auch einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu haben. Auch da gibt es ganz viele Implikationen. Da sind Sie einen anderen Weg gegangen, den ich so nicht teile. Die Frage qualifizierte Schulvorbereitung, also die Frage Übergang Kita zur Grundschule, das ist aus uns auch eine Schlüsselfrage von Zukunftschancen von Kindern. Das ist nicht explizit in Ihrem Gesetzentwurf sozusagen aufgeführt. Auch da würde ich Sie bitten, einfach einmal sozusagen in sich zu gehen und Ihren Widerstand gegen diese wichtige Frage, wie man Kinder auf die Schule vorbereitet, auf diese wichtige Frage ein größeres Augenmerk zu legen. Wir haben bei vielen wissenschaftlichen Berichten mittlerweile den Hinweis der parallelen unterschiedlichen Bildungschancen zwischen Kindern, die sich sozusagen entwickeln in den Kindertagesstätten. Und die kommen ganz zentral zum Tragen in der Schule. Und dieser Übergang, diese Schulvorbereitung, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch den
Der fehlt in Ihrem Gesetzentwurf, und darum können wir uns nicht entscheiden, ihm zuzustimmen. Wir werden uns enthalten. Es gibt gute Ansätze im Bereich Qualität, aber Ihre Schwerpunktsetzung ist aus unserer Sicht hier nicht ausreichend, und darum werden wir uns nur enthalten. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. – Für die Landesregierung spricht Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ab 1. August wird die Stadt Frankfurt die Kindergartenbeiträge für alle Kinder von 3 bis 6 Jahren kostenfrei stellen. Laut Auskunft des SPD-Oberbürgermeisters Feldmann in Frankfurt sind die Pauschalen, die das Land der Stadt gewährt, so auskömmlich, dass keine Mehrkosten für die Stadt entstehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich habe an keiner Stelle heute Kritik gehört an der Qualität der Arbeit in den Kindertagesstätten in Frankfurt. Also muss da irgendetwas nicht stimmen. Auf den Gesetzentwurf, den Herr Kollege Rock der FDP ja gerade eben hier selbst vorgestellt hat, über den wir morgen noch diskutieren, möchte ich nur zwei Sachen sagen. Das erste ist, die FDP ist Mitvater des Hessischen Kinderförderungsgesetzes mit den Qualitätspauschalen. Der zweite Punkt ist, das ist halt schlicht und einfach die Tatsache, er sagt, es muss noch eine ganze Menge in den Ausbau von Kindertagesstätten gelegt werden. Wir stellen momentan 86 Millionen € für die Kommunen zur Förderung des Ausbaus zur Verfügung. Ganze 4 Millionen sind momentan gebunden. Wo sind die 82 Millionen, die noch fehlen? An dieser Stelle muss die FDP sich schon die Frage gefallen lassen, wie geht sie damit um, dass Mittel zur Verfügung stehen, aber nicht abgerufen werden. Ein einführender Satz zu den Bemerkungen von Herrn Kollegen Merz zum Anfang. Hätten Sie, wie bei einem anderen Gesetzentwurf, die Hilfe der Hessischen Landesregierung für Ihren Gesetzentwurf in Anspruch genommen, wäre er besser geworden. So ist er schlicht und einfach nicht tragbar. Und da ist schlicht und einfach die Wahrheit, dass auch auf der Grundlage der Anhörungen Sie eine selektive Wahrnehmung haben. Herr Kollege Bocklet hat darauf schon hingewiesen. Und im Hinblick auf die Fragestellung der selektiven Wahrnehmung will ich Ihnen ein paar Sachen sagen. Es wurde mehrfach moniert, dass die Finanzierbarkeit des Gesetzentwurfs ungeklärt ist, eines der Kernprobleme Ihres Gesetzentwurfs. Im Doppelhaushalt des Landes Hessen für die Jahre 2018 und 2019 stehen insgesamt 1,9 Milliarden € zur Verfügung. Selbstverständlich sind Ihre Vorstellungen im Hinblick auf Leitungsfreistellung, mittelbare pädagogische Arbeit, Beitragsfreistellungen in den Bereichen auch der U3 ein Milliardenprogramm, das nicht finanzierbar ist. Und wer jedem alles verspricht, kann keinem irgendetwas halten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb ist der Vorschlag der SPD, alles auf einmal zu wollen, als unrealistisch bewertet worden. Die Streichung der BEP und der Schwerpunkt Kita-Pauschale und damit der qualitativen Stellung wurde in der Anhörung abgelehnt. Die Wissenschaft liegt da, dass für den Bildungserfolg für Kinder die so wesentliche Prozessqualität im SPD-Gesetzentwurf fehle und daher der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen, der dieses berücksichtige, vorzugswürdig sei. Die Rückkehr der gruppenbezogenen Berechnung des Personals und der Förderung wird zum Teil abgelehnt. Vor dem Hintergrund des Vorschlags, ja, zum Teil. Aber Sie haben so getan, als ob Ihr Gesetzentwurf einhellige Zustimmung erfahren hätte. Hat es nicht, sondern in großen Teilen ist er abgelehnt worden. Ja, das ist, also wenn ich meinen Kindern, wenn die einen Wunschkatalog für Weihnachten aufstellen, damals, als sie noch nicht volljährig gewesen sind, denen versprechen würde, dass sie alles erfüllt bekommen, was sie aufschreiben, hätte ich totale Zustimmung erfahren. Aber ich hätte es nicht realisieren können, meine Damen und Herren. Und das geht jedem Familienvater so. Und so geht es auch. Und deswegen ist an der Stelle letztendlich eines der entscheidenden Punkte, weshalb der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion keine Zustimmung erfahren kann, denn er führt letztendlich zu einer Verstaatlichung der Kinderbetreuung in unserem Land Hessen. Und diese, ja,
Ja, ja, das mag die LINKEN freuen, das mag die anderen etwas entsetzen, aber es ist so, und es verkennt die Freiheit der Träger in den Kommunen, es verkennt die ursprüngliche Verantwortlichkeit für einen solchen Gesetzentwurf, und es verkennt letztendlich auch die solide Finanzierungsmöglichkeiten da. Letztendlich ist Ihr Gesetzentwurf auch praktisch nicht umsetzbar, weil beispielsweise, nur um ein Beispiel zu nennen, die zeitgleiche Umsetzung von jeweils umfangreichen Maßnahmenpaketen in der Kinderbetreuung in einem Zeitraum von lediglich 2 Jahren würde die Praxis nicht nur vor immense Herausforderungen stellen, es wäre letztendlich in realistischer Weise auch nicht umsetzbar. Sie schlagen komplette Beitragsfreiheit vor. Die sind letztendlich auch nicht finanzierbar. Die Umstellung der Mindestpersonalberechnung weg von der kindbezogenen Berechnung auch wieder hin zu einer Gruppenberechnung wird die Träger vor unglaubliche bürokratische Herausforderungen stellen. Neue Personalverordnungen wären notwendig. Letztendlich scheint Ihnen all dieses aber nicht interessant genug, um darüber nachzudenken, in welcher Richtung Sie machen. Ich werde ja im nächsten Tagesordnungspunkt auch noch einmal Stellung beziehen, dann auch zu der Fragestellung, wie man in realistischer Weise Kinderbetreuung in unserem Land organisieren kann. Das, was die SPD vorschlägt, ist letztendlich unrealistisch, unfinanzierbar, ist ein Wünsch-dir-was-Katalog. Das kann man machen, wenn man in der Opposition ist, aber nicht, wenn man verantwortungsvolle Regierungspolitik betreibt. Danke, Herr Grüttner. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Merz noch einmal gemeldet. Ja, was Sie wollen, spielt hier keine Rolle, Herr Fenz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich, dass der Minister gesprochen hat und hier das Märchen vom Rumpelstilzchen aufgeführt hat. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass er Rumpelstilzchen hat. Das ist eigentlich die Rolle, die normalerweise der Kollege Bocklet spielt. Das ist jetzt Good Cop, Bad Cop. Aber wie dem auch immer sei, ich habe mich schon gewundert, dass er eine andere Platte aufgelegt hat, aber die hat er Ihnen offensichtlich ausgeliehen. Ich will jetzt noch einmal etwas zu dieser Platte sagen, Herr Kollege Bocklet, weil Sie es am Ende dann doch, Sie haben es am Ende ja schon noch gesagt. Ich hätte Sie auch sonst nicht wiedererkannt. Ich wollte schon ein paar Kreide kaufen für die viele, die Sie gegessen haben, als Ersatz. Sie haben wieder diese Nummer gemacht mit wer allen alles verspricht. Und dann haben Sie eine bemerkenswerte Abwandlung Ihres sonstigen Satzes gesagt, kein Versprechen halten. Der Ursprungssatz lautet, wer allen alles verspricht, wird niemandem etwas versprechen. Und ich habe mir erlaubt, an mehreren Stellen, zuletzt auch im letzten Ausschuss, darauf hinzuweisen, dass das logischer und philologischer Blödsinn ist. Nicht mehr, nicht weniger. Über die Qualität unserer Versprechen sagt das gar nichts. Punkt 1. Punkt 2. Und zu den Kosten. Ja, wenn Sie es logisch nicht verstehen, kann ich es ja auch nicht ändern. Aber ich kann Ihnen ein Privatissimum erteilen nachher. Zu den Kosten. Zu den Kosten. Es ist hier von 2,4 Milliarden € gesprochen worden. Wir wollen einmal festhalten, dass die 2,4 Milliarden € inklusive der investiven Kosten sind. Von denen reden wir nicht. Wir reden von Betriebskosten. Punkt 1. Punkt 2. Es ist, Herr Kollege Boddenberg, wenn Sie mir gestatten, aus Ihrem Brief zu zitieren, wenn auch die ganztägige Betreuung und auch die Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren kostenfrei zur Verfügung gestellt würde, dann würde das die kommenden Generationen mit einer zusätzlichen Finanzlast von mindestens 1 Milliarde € belasten. Also nur die Gebührenbefreiung. Jetzt sage ich Ihnen, was die reale Situation ist. Die reale Situation ist so, dass in Hessen übers Jahr aus Gebühren etwa 400 Millionen €, und zwar über alles, U3, Ü3 und Hortbetreuung, 400 Millionen € eingenommen werden. Also, wir reden darüber, dass 400 Millionen € Einnahmeausfall an Gebühren zu ersetzen wäre. Das ist vergleichsweise weit entfernt von 1 Milliarde €. Sie haben für Ihren Ansatz in der letzten Stufe, Sie haben 440 Millionen € eingestellt. Und das Nein, Sie haben 440 Millionen €, Herr Minister, ausweislich Ihre Auskunft,
440 Millionen € veranschlagt im Doppelhaushalt. Das heißt, in der Endphase, wo das ganze Jahr zu bezahlen ist, sind das, wenn ich es richtig sehe, 310 Millionen €. Ich lasse jetzt einmal die Frage weg, die wir nachher erörtern, wer die Chose bezahlt. Also auch da sind wir, selbst wenn wir jetzt die Differenz berechnen zwischen dem und dem Ganztag und dem, was an U3-Gebühren noch zu bringen ist, U3 bei einer Inanspruchnahme von um die 35%, während wir bei Ü3 natürlich bei weit über 90 sind, und zwar in allen drei Jahren, die derzeit beitragspflichtig sind, dann sind Sie so weit zusammengenommen von den 400 Millionen, von denen ich auf einer anderen Grundlage ausgehe, auch nicht. Punkt 3. Irgendjemand hat erwähnt, wir hätten 310 Millionen € im Haushalt beantragt. Ja, haben wir, und zwar auf der Grundlage des Status quo ante Ihres Gesetzentwurfs. Und dafür, was wir in den Jahren 2018 und 2019 zusätzlich würden haben wollen. Das ist die Basis, die Geschäftsgrundlage, auf der wir unsere Haushaltsanträge gestellt haben. Und die war auch realistisch. Und was jetzt die zukünftige Finanzierung angeht, so ist natürlich in Rechnung zu stellen, bei allen Berechnungen, die von jetzt, also wahrscheinlich ab Donnerstag anzustellen sind, müssen wir von dem Stand nach dem schwarz-grünen Gesetz ausgehen. Und deswegen, Herr Kollege Bartel, ich habe immer auch in der ersten Lesung hier anerkannt, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. So wie unser, ja, natürlich habe ich das getan, weil mehr Gebührenbefreiung immer besser ist als weniger. Ich bin doch nicht so blöd, zu sagen, dass das nichts ist. Also, so blöd werden Sie mich hier noch nicht erlebt haben. Und deswegen kann davon keine Rede sein. Und deswegen ist natürlich ein Teil dessen, was wir wollen, jetzt im Grunde wird realisiert sein. Und für uns wird es leichter, das zu finanzieren, was wir uns überdies vorgenommen haben. Und ich bleibe dabei, Ihr Gesetz ist da gelobt worden, wo Kommen es Sie überhaupt bitte zum Schluss, Herr Merz. Zwei Sätze. Er ist da gelobt worden, wo es um Gebührenbefreiung geht, als erster Schritt, und er ist durchgefallen, wo es um Qualitätsverbesserung geht. Und da nicht zu erwarten ist, dass unser Gesetzentwurf, obwohl er der bessere ist, eine Mehrheit findet, beantrage ich dritte Lesung. Danke, Herr Merz. Für die FDP-Fraktion spricht noch einmal Herr Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Minister Grüttner, wenn ich die Historie der Debatte zugrunde lege und mir überlege, was Sie gerade gesagt haben, also wenn ich überlege, wie das hier vor wenigen Monaten war und Minister Grüttner sich geäußert hat zu der Frage der Gebührenfreistellung in Kitas, und jetzt, wie Sie sich dazu geäußert haben, zu den Gebührenfreistellungen darüber hinaus der SPD jetzt, müsste ich ja erwarten, dass Sie vor der Wahl noch einen Gesetzentwurf einbringen und diese Gebührenfreistellung auch noch beantragen. Das wäre nämlich genau Ihre Standhaftigkeit. Also, wenn man bei dem Thema über Glaubwürdigkeit spricht und andere angreift, sollte man immer erst einmal schauen, wie hat man hier noch vor wenigen Wochen gesprochen und mit welchen Argumenten hat man genau die Politik abgelehnt, die man jetzt macht. Und wenn Sie immer wieder von dem Thema sprechen, auch Qualität ist Ihnen wichtig. Ja, wenn Ihnen Qualität wichtig ist, dann müssen Sie auch dafür eintreten, dass Qualitätsstandards in Gesetzen festgeschrieben werden. Sonst wird sich die Qualität nur sehr, sehr langsam weiterentwickeln. Und die Frage bleibt ja auch immer, wenn wir uns einig sind, dass wir große Investitionen im frühkindlichen Bereich haben. Und das ist auch mein Hinweis an die Kollegen der SPD. Wenn wir uns einig sind, dass uns die Kinder das Wichtigste sind und sagen, dort müssen wir für die Chancen dieser Kinder uns anstrengen. Und ist es dann klug, dass die, die jetzt schon sich anstrengen, dass wir unser Geld nehmen, das wir zum Wohl der Kinder einsetzen könnten, und stattdessen das Geld anderer substituieren, das ja den Kindern dann nicht mehr zur Verfügung steht für bessere Chancen? Das Geld, das Sie jetzt den Eltern als Sozialpolitik
familienpolitische Maßnahme zur Verfügung stellen. Dieses Geld können Sie nicht noch einmal für Qualität ausgeben. Dieses Geld hilft nicht den Kindern in den Einrichtungen. Und wenn Sie, liebe Kollegen der SPD, sagen, wir wollen die Kommunen entlasten, und zwar massiv, dann ersetzen Sie kommunales Geld durch Landesgeld. Aber auch dieses Mehrgeld wird nicht den Kindern in dieser Form zur Verfügung gestellt. Es ist richtig, es wird ein paar Qualitätsverbesserungen. Aber wenn Sie sagen würden, wir nehmen das Geld und wollen nur Qualität verbessern, würden Sie mehr erreichen. Ich glaube, dass wir uns einig sind, dass Bildungseinrichtungen in Hessen kostenfrei sein sollen. Aber die Einrichtung der frühkindlichen Bildung, die brauchen noch Investitionen. Ich habe 50 dieser Einrichtungen besucht. 50, und ich werde noch einmal 50 besuchen. Und wenn Sie das machen und sehen, wie die Einrichtungen eigentlich Bedarfe haben, und Herr Minister, wenn Sie 80 Millionen € nicht ausgeben können, dann würde ich einmal den Fördermechanismus überdenken oder die Möglichkeit zu bewerben, wie Sie das Geld unter die Kommunen bringen. Weil die Kommunen, die ich kenne, die geben erhebliche Investitionsmittel dafür aus, Gruppenplätze zu schaffen. Gruppenplätze zu schaffen, und zwar kurzfristig, gerade im Rhein-Main-Gebiet. Also überdenken Sie lieber den Fördermechanismus, als sich hinzustellen und zu sagen, na, da kommt nicht einer, will da ein Geld haben, darum gibt es kein Problem. Sie wissen genau, dass überall investiert wird in unser Land. Sie wissen genau, dass es zu wenig Plätze sind. Also gehen Sie hin, werden Sie Partner der Kommune und machen Sie gemeinsam mit den Kommunen und machen Sie nicht das schwarze Peterspiel, sondern werden Sie endlich Partner der Kommunen, Partner der Eltern zum Wohle der Kinder in unserem Land. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Es ist die dritte Lesung beantragt. Deswegen überweisen wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung in den Sozialausschuss.